Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es mal um das Thema Trading. Das ist nämlich aktuell ganz groß, weil wahrscheinlich die meisten von euch, genauso wie ich, einige Materialien haben, die sie viel zu oft haben. Also ich glaube, jeder von euch kennt den Struggle, dass man Ultimate Character schon hat und dann findet man zwei, dreimal nochmal einen Teil für einen ultimativen Character oder noch schlimmer für irgendwelche Waffen oder Character, die man schon hat, und dann hat man das irgendwie zehnmal. Ich habe hier zum Beispiel Simo siebenmal und kann damit im Prinzip nichts mehr anfangen, weil es ja keinen Sinn macht, einen Character mehr als einmal zu bauen. Deswegen ist die Frage, was können wir mit den Dingern machen und vor allen Dingen, wann kommt endlich ein Trading-System? Es ist ja schon bekannt, dass ein Trading-System kommt. Es gab vor Wochen ein Interview mit dem Entwickler und GameRant, wo bestätigt wurde, dass ein Trading-System reinkommt. Es wird sehr wahrscheinlich nicht so sein wie in Warframe, wo ja sehr viel hier von Warframe ist. In Warframe kann man ja im Prinzip alles tauschen miteinander. Das wird es hier sehr wahrscheinlich nicht geben, aber man wird Dinge tauschen können und vor allen Dingen, das finde ich eigentlich noch sehr viel interessanter, wurde in diesem kleinen Abschnitt gesagt, dass man auch darüber nachdenkt, wie man Dinge weggeben kann, bedeutet also verkaufen, weil ich gehe schon stark davon aus, dass man die Möglichkeit haben wird, diese Teile hier eher zu zerstören oder zu verkaufen und dann daraus entweder irgendwelche Materialien bekommt, die man gebrauchen könnte, oder halt einfach Gold oder Kulpa. Was ich auch spannend finde, ist der zweite Absatz von dem Interview, der ja sagt, wann das Ganze hinzugefügt wird, und da steht, sobald der Service sich stabilisiert hat, und meiner Meinung nach hat sich der Service stabilisiert, also sie könnten jetzt auf jeden Fall so langsam mal damit anfangen, die Trading-Sache voranzubringen, weil es ja wirklich nervig ist, dass man so viele Materialien hat, mit denen man gar nichts anfangen kann. Ich meine, man hat ja auch nur einen begrenzten Platz in der Tasche. Der reicht zwar aus, aber man weiß ja nie, wenn das immer mehr wird, dann könnte der Platz hier auch irgendwann eng werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze vielleicht zu Season 1, das heißt im September, hinzugefügt wird, in welcher Form auch immer, ob es jetzt irgendein Shop ist, wo man hier Sachen einfach verkaufen kann, oder ob man wirklich mit Spielern tauschen kann. Das würde ich mir ehrlich gesagt nicht wünschen, weil dann würde dieser Farming- und Grinding-Aspekt für mich zumindest sehr rausfallen, weil man dann im Prinzip sehr viel einfach traden kann, weil man eben ganz viele Sachen doppelt und dreifach hat. Also ich kann mir vorstellen, dass dann man kriegt ja immer mal irgendwie was random doppelt, und dass dann irgendjemand dieses Eugene-Ding hier brauchen kann. Ich habe dafür 4 Stück und davon kriege ich dann irgendeinen ultimativen Charakter. Ich glaube, das würde das Spiel relativ schnell beenden, deswegen denke ich auch nicht, dass das reinkommt, aber zumindest mal eine Stelle, wo man die Sachen zerstören, kaputt machen kann oder verkaufen kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die ganzen Kernmaterialien tauschen können, weil das ja das ganze Shop-System wahrscheinlich ein wenig aushebeln würde. Auch wenn man alles Free-to-Play erreichen kann, möchte Nexon mit ihrem Free-to-Play-Game natürlich auch Geld verdienen. Bedeutet, sie möchten natürlich auch irgendwie versuchen, die Nachfahren an den Mann zu bringen und zu verkaufen. Natürlich gibt es auch sowas wie Skins, worüber sie hier wahrscheinlich sehr viel Geld generieren. Aber gerade jetzt auch, wenn Mittwoch Luna und Ultimate Valby ins Spiel kommen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man dann direkt vom Start weg, also dass man einfach die Sachen tauschen könnte und dann niemand mehr in den Shop geht, um diese Nachfahren zu kaufen. Aber lassen wir uns da einfach mal überraschen, wie genau sie es implementieren werden. Ich glaube, so lange wird es gar nicht mehr auf sich warten lassen. Wir haben jetzt Week 5 mit Luna und Ultimate Valby. Vielleicht kommt da schon in den nächsten Wochen etwas, bevor sogar Season 1 kommt. Bislang hatten wir ja eigentlich jede Woche irgendein Update mit neuem Content oder Verbesserung. Was ich auch extrem cool finden würde, wäre, wenn man die Möglichkeit hätte, ganz kleinste Mengen von Kaliber zu verdienen oder eben durch diese Shop-Feature zu bekommen. Ich rede jetzt nicht davon, den mega Reibach zu machen und mega reich damit zu werden. Das haben andere Spiele schon gemacht und sind damit auf die Nase gefallen. Ich rede eher davon, dass man wie im Battle Pass Herausforderungen hat. Und wie es auch hier schon ist mit Vorratsmünzen, dass man einzelne Missionen hat, die man abschließen kann, um ein paar Kaliber zu bekommen. Sowas wie 5 oder mal 10 würde ich ganz cool finden, um dann auch den komplett Free-to-Play-Spielern die Möglichkeit zu geben, vielleicht
mit sehr, sehr langem Grind dieser Mission viel Kaliber anzuhäufen, um sich dann bestimmte Dinge zu kaufen, wo sie vielleicht bislang kein Glück hatten. Ich finde das eigentlich in einem Free-to-Play-Game immer sehr cool, wenn man die Möglichkeit hat, die Ingame-Währung in Kleinstmengen zu verdienen und über einen sehr, sehr langen Grind dann sich etwas Cooles gönnen zu können. Egal, ob es jetzt ein Skin, ein Nahfahrer oder sonstiges ist, am meisten macht natürlich ein Skin Sinn, weil die Skins ja die einzigen Dinge sind, die man sich im Spiel nicht erfarmen kann. Aber sagt mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren zu dem Trading. Wir hatten schon hitzige Diskussionen im Stream. Einige waren total für Trading und wollten am liebsten sofort traden und alles miteinander traden können. Manche waren eher so dagegen, so wie ich. Ich bin nicht so der größte Fan vom Trading. Ich fände einen Shop besser, wo ich Sachen einfach verkaufen kann gegen Gold oder gegen Materialien, die ich zum Forschen brauche. Aber ja, da bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Und wie findet ihr die Idee zum Kaliber verdienen? Das finde ich eigentlich auch relativ spannend. Ja, und vor allen Dingen, wie wird es zeitlich sein? Ne? Kriegen wir das vielleicht schon nächste Woche? Wird erst in Season 1 dazu kommen? Oder noch viel später? Da können wir einfach nur gespannt sein und hoffen, dass Nexon da in den nächsten Tagen und Wochen uns mehr Informationen zugibt. Ultimate Valby und Luna und das Glatzeni und neue Waffen Week 5 Update kommt ja am Mittwoch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Oder auch gerne mal live dabei sein auf Twitch. Ich werde heute natürlich auch wieder live sein und Ultimate Wässer bauen. Ich kann euch sagen, der Build ist vermutlich einer der stärksten, die ich bisher gebaut habe. Wenn der fertig ist, ja, der ist sehr, sehr cool. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und ein Like auf dem Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.